KinoCast. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Sendung vom KinoCast. Heute nehmen wir wieder zur gewohnter Zeit auf, was uns nicht davon abhält, müde zu sein und Kaffee zu trinken. Ich habe hier auch einen. Hallo Kate. Hallo Erik. Hallo Chris. Hallo ihr da draußen. Ja. Einen wunderschönen guten Tag an alle Hörerinnen und Hörer. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Kate. Und natürlich ein ganz besonderes Hallo an den Erik. Hallo Erik. Chris ist ja heute völlig im Radiomodus hier. Kannst du bitte die ganze Sendung so moderieren, also so Radiostimme machen? Das finde ich geil. Das ist gar kein Problem, wir können das gerne machen. Unsere Außenreporterin Kate Caprell hat sich wollen damit schon mal beschäftigt. Wollen wir das? Womit wir uns ja beschäftigt haben. Erik, was hast du uns heute denn mitgebracht hier? Womit wir uns ja beschäftigt haben, ist der Film Sound of Metal, der einen Oscar gewonnen hat für, ich glaube, für Sound, glaube ich sogar. Und für einen Schnitt war, glaube ich, auch bester Schnitt, bester Ton. Und ich hatte den schon länger mal auf meiner Liste gehabt, dass ich den gucken wollte und habe den dann nach den Oscars auch geschaut gehabt und habe den deswegen mal mit auf unsere Liste gepackt, weil ich dachte, ja, das könnte was sein, was euch vielleicht auch gefällt. In der Hauptrolle ist Riz Ahmed, der Schauspieler. Den hatten wir auch schon in anderen Filmen gesehen. Ich glaube, der war sogar bei Rogue One und so dabei, ne? Wenn ich mich recht erinnere. Ja. Und der spielt einen Musiker in so einer Punk-slash-Metal-Band, die mehr oder weniger aus ihm und seiner Freundin besteht. Sie schaut die ganze Zeit und er drummt da hinten auf seinem Schlagzeug wie wild herum, wie das aber häufig bei solchen Shout-Tracks ist. Und irgendwann kriegt er so ein bisschen Probleme mit dem Gehör. Also ist plötzlich irgendwie weg, also wie so ein Tinnitus plötzlich. Und es kommt aber auch nicht wieder. Also normalerweise gibt sich das ja nach einer kurzen Zeit wieder. Es kommt halt nicht zurück und er begibt sich zu einer Ärztin. Und die sagt zu ihm, oh ja, das ist hier geschädigt und sie dürfen jetzt erstmal auf gar keinen Fall irgendwie sich lauten Geräuschen aussetzen. Ja, blöderweise ist er aber ja Schlagzeuger in einer Metalband und ignoriert das erstmal so ein bisschen, hofft, dass es irgendwie wieder zurückkommt. Und das nächste Konzert, wo er eigentlich fast nichts mehr hört und nur noch nach Gefühl spielt und irgendwie nach Beobachtung, was seine Freundin da gerade macht vorne on stage am Mikrofon, geht dann gerade noch so gut, aber sie merkt dann auch, dass irgendwas nicht stimmt und er begibt sich dann nochmal zur Untersuchung und es ist dann nochmal schlechter geworden und wird sich auch weiter rapide verschlechtern. Und er telefoniert dann nochmal mit seinem Bruder, beziehungsweise lässt er telefonieren, weil er hört ja nichts mehr. Und er legt dann nahe, der Bruder, dass es da so eine, ja, wie so eine Kommune gibt von Gehörlosen, die welche aufnehmen, die erst kürzlich gehörlos geworden sind, um die Namen mal ein bisschen vertraut zu machen, wie das da jetzt alles so abläuft und wie man da trotzdem mit seinem Leben noch klarkommt, weil da bricht natürlich für jemanden sehr, sehr viel zusammen, wenn er plötzlich nicht mehr hören kann. Das ist genauso wie nicht mehr sehen zu können oder nicht mehr schmecken oder nicht mehr riechen oder so. Wobei nicht mehr hören dann halt auch schlimm ist, wenn man das ganze Leben lang gehört hat und gerade wenn man viel mit Musik zu tun hatte. Und so beobachten wir dann unseren Hauptdarsteller, wie er in dieser Kommune ankommt und dort erstmal natürlich das erstmal gar nicht so richtig will, aber irgendwie dann doch dort bleibt und sie haben auch an sich wenig Geld und der versucht dann das Fernziel ist dann, dass er so eine Operation bekommt, wo er dann vielleicht doch wieder hören kann mit so einem Implantat. Er erhofft sich da sehr viel davon, aber das ist in dieser Kommune nicht so gern gesehen, dass da solche Hoffnungen geschürt werden. Er soll erstmal so mit seinem Leben klarzukommen. Und ja, davon handelt dieser Film. Ich will mal nicht zu viel spoilern, was dann noch so passiert nachher später. Den Film werden vielleicht doch noch einige gucken, zumal der jetzt bei Amazon Prime ganz normal im Paket mit verfügbar ist. Ich werfe erstmal das Mikrofon in die Runde. Wie hat er denn euch gefallen? Also mir hat er nämlich ziemlich gut gefallen, sonst hätte ich den ja nicht empfohlen. Vielen Dank für das Mikrofon werfen, lieber Erik. Kate, wie hat er dir gefallen? Mir hat er tatsächlich auch sehr gut gefallen. Ich glaube, ein Ticken weniger gut wie im Erik, aber ich fand ihn auch sehr stark. Ich fand gerade den Einsatz von Sound und Geräuschen
bei diesem Thema und bei diesem Film extrem gut. Ich fand es auch sehr, sehr gut, dass man quasi seine Perspektive, wie er dann die Welt wahrgenommen hat und was er noch gehört hat oder was er eben nicht mehr gehört hat, so umgesetzt hat, dass man da eben quasi mitfühlt und es auch so wahrnimmt, gewählt hat, fand ich echt gut. Er war mir an ein paar Stellen ein bisschen langatmig, der Film. Also ich glaube, den hätte man gut auch nochmal, was weiß ich, 20 Minuten, eine halbe Stunde kürzer erzählen können. Aber mir hat die Grundgeschichte sehr, sehr gut gefallen und auch wie der Film dann geendet hat. Also der Weg, den er dann gegangen ist, fand ich extrem spannend. Hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ja. Hm. Und Chris, bei dir? Ja, vielen Dank, lieber Erik. Liebe Kate, vielen Dank auch dir. Jetzt auf damit. Ich kann es durch, kein Problem, ich kann es 2 Stunden durchziehen. Ja, ich tat mir tatsächlich... sei Dank, ja. Ja, ein bisschen. Ich tat mir ein wenig wirklich schwer mit dem Film, weil ich fand die Darstellung mit dem Sound und das alles und dieses Durchleben mit den ganzen Problemen, das fand ich durchaus ansprechend, nur ich fand ihn wirklich viel zu lang. Also ich denke, eine halbe Stunde weniger hätte es auch getan. Ich fand Olivia Cooke nicht wirklich überzeugend in ihrer Rolle als Lou. Riz Ahmed fand ich cool. Der hat das gut gespielt. Immer dieses kurz vorm wieder abkippen in die Abhängigkeit, aus der er ja eigentlich auch kam. Und das fand ich ganz gut. Und was halt überragend war, war wirklich das mit den Sounddarstellungen. Ja, zu Recht ein Oscar dafür. Ja. Absolut zu Recht. Ich hatte ja auch mal euch nahegelegt, den Film in OV zu gucken, weil im Deutschen haben sie das natürlich auch versucht, irgendwie umzusetzen. Haben es quasi, man hört ja immer so gewisse Stimmbestandteile noch mit durch, ne? Das hat aber in der deutschen Tonspur nicht ganz so gut funktioniert. Also die Oscar-prämierte ist halt die Originaltonspur und die hat mich echt umgehauen. Also die war wirklich toll. Wir haben es jetzt im Deutsch-Synchro geguckt und ich fand es auch schon sehr beeindruckend. Also ich denke, klar, ich glaube, ich würde es dann auch noch mal auf dem Englisch gucken, aber ich finde, die deutsche Synchro hat das gut gemacht. Die haben das gut umgesetzt. Ich kann es schwer beschreiben. Ich fand die deutsche Umsetzung fand ich nicht so breit, den Sound. Es war halt so, ich habe es oben auf dem großen Fernseher geschaut gehabt und da war halt die Originaltonspur, die war halt richtig rundrum. Also dann hast du wirklich teilweise manchmal so von hinten links irgendwas gehört, so ganz dumpf oder von hinten rechts oder so halb. Du konntest es immer so irgendwie so komisch nur zuordnen. Und diese ganzen Mischungen hier, dass es völlig um dich rum ist, hat mir im Deutschen irgendwie gefehlt. Das kam irgendwie alles mehr oder weniger von vorn aus so einem Winkel von, weiß nicht, so 120 Grad. Und deswegen, ich hatte es dann mal umgeschaltet und hatte dann auch teilweise mit Untertiteln, weil die natürlich auch ganz schön Slang gesprochen haben teilweise. Aber man hat sich dann gut reingehört und ich fand es dann auch echt gut. Also es gab eine Szene, die habe ich tatsächlich komplett auf Deutsch geguckt und dann zurückgespult und die Tonspur auf Englisch geändert, also auf Original. Und ich muss sagen, da fand ich, war es in die deutsche Synchro sehr gut umgesetzt. Aber ich habe jetzt, wie gesagt, nur diese eine Szene gewählt, um sie mir mal anzuhören auf Englisch. Aber ich denke, ich werde den Film auch nochmal komplett auf Englisch gucken. Ja. Ich habe da auch selber so, wenn ich das Gehör verlieren würde, ich gehe auch sehr gerne auf Konzerte und sowas, deswegen... Ich habe jetzt auch schon, das habe ich vor Corona bekommen gehabt, das hatte ich mir irgendwann mal gewünscht gehabt, aber seitdem gab es ja irgendwie keine richtigen Konzerte mehr, habe ich solche Einsätze für den Gehörgang für Musiker. Also die dämpfen den Schall, aber lassen noch das volle Klangspektrum durch, ne? Also jetzt nicht einfach wie Oropax oder sowas. Und könnte jetzt Werbung machen, aber ich nenne jetzt mal die Firma nicht. Ich habe es gerade nämlich vor mir. Kann ich auch nur jedem empfehlen, der vielleicht auf Konzerte geht. Ich konnte es bis jetzt noch nie ausprobieren, aber ich habe halt auch echt Schiss davor, dass dann irgendwie mein Gehör mal irgendwie schlechter wird, weil ich teilweise auf irgendwelchen lauten Konzerten ist. Aber ja, gut, ist eh erstmal kein Thema mit Corona. Ja, an sich, was der Chris schon gesagt hat, auch mit diesen Abhängigkeiten, dass die beiden irgendwie mehr oder weniger voneinander auch abhängig sind und dadurch geschafft haben, sie ihre anderen Abhängigkeiten irgendwie loszuwerden,
fand ich auch ziemlich gut dargestellt, dass dann ausgerechnet so ein Einschnitt passiert in dem sein Leben. Und irgendwie hatte man immer das Gefühl, oh, das geht bestimmt alles schief oder so, ne? Weil das schwankt immer so hin und her. Und ja, ich fand es richtig gut umgesetzt und der Film war mir jetzt nicht so lang. Ich habe den wirklich die ganze Zeit durchweg sehr interessiert zugeschaut, dem Film. Und wahrscheinlich zugehört. Das auch, ja, wenn was zu hören war, ja. Ja, also, ja. Also es gab einfach, wo ich sehr, sehr froh war, es gab so eine Zeitspanne, die deutlich angepasst wurde. Also sie wurde komprimiert im Film, als er dann in dieser Kommune oder in diesem Haus lebt, wo quasi er dann auch diese Zeichensprache nahegebracht kriegt und so. Das wurde ein bisschen komprimiert erzählt, was ich gut fand. Weil hätten sie da jetzt auch noch den Struggle mit der Zeichensprache lernen oder ähnlichem reingebracht, ich glaube, dann wäre der Film nochmal eine Dreiviertelstunde länger gewesen. Aber da wurde er schon ein bisschen gekürzt quasi. Ja. Hatte mal einen Arbeitskollegen, dem seine Schwester war gehörlos und deswegen kannte der Zeichensprache. Und wenn der, also der hat damals, das war, wo ich damals bei Vodafone gearbeitet habe, wo der im Vodafone-Laden war, da kam ja manchmal auch so Gehörlose zu ihm, weil die haben sich dann vielfach dann über SMS dann halt verständigt, das war denen ihr Kommunikationsmittel und die hatten dann so ein kleines Zettelchen in der Hand, wo drauf steht irgendwie, ich bin gehörlos oder so, ne, bitte artikulieren Sie sehr deutlich, ich versuche die Lippen zu lesen und er hat dann immer gleich den mit Zeichensprache so richtig, so zack, 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 ne? Und da waren die immer völlig, völlig begeistert, dass das jemand kann und so. Ich glaube, man sollte vielleicht auch, wenn man schon Fremdsprachen lernt oder so, vielleicht sollte man da sich auch ein bisschen reinfinden, dass man da ein bisschen was kann. Wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Habe ich so nach dem Film richtig den Drang bekommen, da was zu tun. Das mit der Zeichensprache oder mit dieser Gebärdensprache, ich finde es eh eigentlich super wichtig. Und ich finde, sowas gehört eigentlich, finde ich, also ganz persönliche Meinung, ich weiß, es wird jetzt viele, was ist so noch, aber ich finde, sowas gehört eigentlich in der Schule unterrichtet. Also irgendwie als Fach, jetzt nicht, aber nicht irgendwie mit Überprüfung wieder, mit, oh, du kriegst eine Noten, oh, du hast aber eine 3 in Gebärdensprache, sonst kriegst du die ultimative Antwort in Gebärdensprache und auch außerhalb der Gebärdensprache, sondern einfach als Zusatzkurs. Und ich fände sowas einfach extrem wichtig und cool, wenn man sowas hätte. Ja, klar, oder vielleicht auch bei Ethik mit rein oder so, oder keine Ahnung, wo das jetzt vielleicht mit reingehört, kenne ich mich jetzt pädagogisch nicht so aus, aber wenigstens so die Grundbegriffe, so hallo, danke, bitte oder sowas. Ne? Ja, danke kann hier, glaube ich, versteht, oder? Danke. Ist einfach nur die Hand vom Mund wegbewegen, danke. Ich meine, was wir alle kennen, das sind dann eher so diese Fluchgesten, die man dann im Stadion zeigt oder sowas. Aber ich glaub, oder beim Autofahren manchmal. Naja, nee, aber das... Gut, Gehörlose werden jetzt unseren Podcast wahrscheinlich nicht hören, es sei denn, sie nutzen irgendeinen Transkriptionsservice, vielleicht gibt es da ja sowas. Ja, aber finde ich schon sehr wichtig und wie gesagt, ich habe da auch Schiss davor, dass mal irgendwie mit dem Gehör was ist und deswegen... Also wer auch auf Konzerte geht, sollte sich vielleicht auch so ein Ding hier holen, genau, damit das nicht passiert. Und ja, von mir kriegt der Film auf jeden Fall 9 Punkte, der hat mich richtig umgehauen. Also das war für mich auch so ein Oscar-Kandidat, den hätte ich gern wahrscheinlich vor der Oscar-Verleihung geguckt, dann hätte ich noch ein bisschen mehr mitgefiebert, ob der gewinnt oder nicht. Ja, fand den aber richtig gut und da habe ich die Ausschnitte ja bei der Verleihung gesehen, da habe ich dann gleich danach geguckt. Bei euch, Kate? Ich gebe ihm 8 Punkte. Und Chris? Ich bin bei 7 Punkten, weil, wie gesagt, ich fand ihn dann doch zu langatmig, wenn er ein bisschen kompakter gewesen wäre und vielleicht mal noch ein bisschen mehr Drive reinbekommen hätte, weil das fand ich einfach so ein bisschen so... Ich fand, der Film war ein bisschen auch gespielt mit angezogener Handbremse und das war schade, aber soundtechnisch hätte er auf jeden Fall 9,5 verdient. Was man ja nicht vergessen darf von dem Regisseur, ist das Erstlingswerk, ne? Also oha, von Darius Marder, ne? Also das, genau, er hat zwar schon mitgearbeitet so bei The Place Beyond the Pines und sowas, aber jetzt nicht als Regisseur. Aber ja, das ist schon, also so ein Ding abzuliefern hier, so ein schwieriges Thema, so krass umgesetzt mit so wenig Budget
Und ja, auch ein kleiner, sogar ein französischer Darsteller mit drin, Mathieu Amalric, den man ja aus diversen französischen Filmen auch kennt. Das ist der Vater gewesen, oder? Das, ja, genau, das war der Vater in Paris dann. Von, ne? Lou. Genau. Ja, war für mich überraschend, dass der mitspielt, wusste ich gar nicht. Hab mich dann gefreut, ihn zu sehen. Ne? Übrigens, das Lied, was die da zusammen gespielt haben, das würde ich auf jeder Party sofort spielen. Ey, so ein Downer. dass die einen Knacks weg hatte, war auch klar, oder? Wenn das aber ihr Lieblingslied gewesen sei. Ich wünsche mir jetzt, dass wir das zusammen spielen, aber nein, ich wünsche mir das jetzt. Das ist so ein schönes Lied. Tod. Krass, echt krass, aber okay. Deswegen den Spaß macht das. In ihrer anderen Punk-Schaut-Sachen, die sind dann ja. wo wir früher mal gerne hingegangen sind, da gab es so einen Club hier in meiner Heimatstadt und da waren halt immer so unbekannte Bands, ne? Und da wusstest du nie, was dich erwartet, und manchmal haben wir dann auch so den Türsteher gefragt, und was ist heute? Und wenn der uns gesehen hat, er kannte uns dann, hat er gesagt, heute ist nur laut und schreien, und dann haben wir gesagt, okay, dann gehen wir nicht. hast du teilweise, wenn die Tür aufging, schon nur so aber ja, okay, dann gehen wir heute mal woanders hin oder so. Also, das ist mir dann doch eine Spur irgendwie zu heftig, dann solche Geschichten. Aber ja, wenn man dann in richtigen Stimmung ist, geht das auch. Ne? Deswegen, ich habe auch heute bei den Musiktipps ein bisschen was dabei, was so in die Richtung geht. Ja, aber dazu später. Mit Schreien, okay. Ja, so ziemlich hart, sag ich mal so. Das höre ich aber gerne, habe ich auch auf meiner Lauf-Playlist mit drauf. Der Erik ist. Ja. Liebe Zuhörer, damit ihr wisst, der Erik ist ein ganz schön harter. Nee, bin ich nicht. Aber ab und zu höre ich mal harte Musik. okay, was gucken wir denn nächste Woche eigentlich? Also irgendwas ab morgen hartes. Quasi also, gucken morgen. Wir. Ab nachher. Ab nachher, genau. Gucken wir auf Amazon Prime. Spreche ich das richtig aus? Voyagers. Also. Ja. Also wie das Schiff damals? Okay. Voyagers mit Colin Farrell und Ty Sheridan. Ich bin gespannt. Ja. Das Cover sieht aus wie von einem Softporno. Ich habe den Trailer gesehen, der wirkt irgendwie weird. Ich weiß nicht. Sah irgendwie ein bisschen aus wie Passengers und so, aber irgendwie mit so einem Event Horizon-Ding noch mit drin irgendwie. Ja, weiß nicht, was uns da erwartet. Also viel mehr habe ich nicht gesehen. Aber ja, ist ziemlich nach oben geschossen in den, natürlich, weil das auf dem Startbanner von Amazon Prime war. Deswegen werden es viele geguckt haben. Und schauen wir auch mal rein. Und für nächste Woche, Kate, da hast du einen Tipp parat, habe ich gehört. Da haben wir schon einen Tipp, weil das wird auch wieder abgefahren, ähnlich wie bei Voyagers. Ich habe mir einen Tipp ausgedacht, und zwar lautet der Ocean's Apocalypse. Ocean's Apocalypse. Mhm. Ich sehe ja schon, was es wird. Ich freue mich dann ein bisschen drauf, den Film. Der Trailer sagt, es sieht geiler aus als Voyagers. Na, mal gucken. dann kommen wir mal zu den gesehenen Filmen. Da ist ja jetzt hier noch. Achso, Heimkino. Quatschst du in den eigenen Trenner rein? Ja. Experte einfach derjenige, der in den eigenen Trenner reinquatscht, den er selber abfeuert. Selbstverständlich. Schön. So ist das. Meine Damen und Herren, Kinocast ist hochprofessionell. Ich habe keine professionelle Ausbildung bei Horaz FM genossen. was ist denn jetzt hier? Ach, Kate, fang du mal an. Was ist denn das Jahr, das unsere Erde veränderte? Das ist eine wirklich eine wunderbare Doku. Also ein Doku-Film, also keine Doku-Serie, sondern ein Doku-Film auf Apple TV Plus. Und es geht quasi darum, um die Pandemie und um das letzte Jahr und mal nicht aus der Sicht der Menschheit, was uns Menschen das alles gekostet hat an Nerven und so, sondern geht es rein um die Natur. Denn dieses Jahr, in dem kaum dieses Jahr, wo kaum Touristen unterwegs waren, wo keine Flugzeuge unterwegs waren und hat ganz, ganz viel Auswirkungen auf unsere Natur gehabt, und zwar positive Auswirkungen. Und das zeigt dieser Film mit wunderbaren Bildern. Also ich war richtig geflasht davon. Oh, ein richtig, richtig toller Film. Ja, guck mal rein. Der geht nicht arg lang. Ich glaube, der geht eine Stunde 20 oder so. Und also am beeindruckendsten fand ich das Bildmaterial aus, ich weiß nicht, wie die Region hieß, wo er da war, aber das war in der Nähe vom Himalaya.
Und das fand ich richtig stark. Das fand ich herzlich willkommen stark. Am Himalaya. Ganz genau. Und auch fand ich dieses ganz, ganz toll fand ich die Aufnahmen aus dem das ist so ein Hotel in Afrika gewesen. Das war so ein Outdoor-Hotel mitten in der Savanne. Das sah auch sehr, sehr geil aus. Also das fand ich auch super stark. Wenn es da ist, das haben die selber gemacht. Ist das, da mal rein. Wie muss man sich das vorstellen? Ist das so Terra X-mäßig? Ist das so ein Erzähler oder ist das eine geschlossene? Ja, es ist ein Erzähler. Ah, okay. Ja. Klingt spannend, ja. Ich mag ja solche Terra X-Sachen da. Ja, das mit den, dass die Natur sich da erholt hat, das, ich glaube, das hat jeder irgendwie mitbekommen, weil da gingen ja auch diverse Bilder rum, was weiß ich, von Venedig, ja. Wie sich das verändert hat. Und ja, ist vielleicht so ein kleiner Hinweis an alle, die sagen, ja, wir können ja eh nichts mehr ändern hier am Klimawandel und so. Oh, ne? Doch. Und genau, da kann man halt echt was tun. Es liegt halt wirklich an jedem Einzelnen und muss man halt aufhören, nur an sich zu denken, sondern auch mal an alles. Ja. Okay. Aber guck da mal rein, ist wirklich schön. Genau, ich habe ein winzig kleines Rätsel für euch. Ich habe zwei Filme auf ProSieben geguckt. Einer davon ist ein Schläferz-Film, der andere nicht. Einer davon ist scheiße, der andere ist gut. Jetzt ich sage euch von beiden mal die Story und ihr sagt mir, welches der Schläferz-Film ist, okay? Also, okay. In dem Film Raw, also wie roh, geht es um eine vegetarische Jugendliche, die Tierärztin werden will. Sie geht dafür auf ihre Universität, wo auch schon ihre ältere Schwester ist. Und da gibt es so ein seltsames Initiationsritual, wie es halt manchmal auf Universitäten ist. Da muss sie halt von eine rohe Kaninchenleber ein Stück essen. Ugh. Und das setzt bei ihr dann auch diverse Sachen in Gang, sodass sie letzten Endes ihren Hang zum Kannibalismus erkennt und da auch dann Leute umbringt und die dann aufisst und sowas, ja? Also Film 1. Film 2. Hell's Squad, deutscher Titel Angels Höllenkommando. Was gibt's denn da zu lachen? Ich fand den ersten schon gut. Also Angels Höllenkommando geht's darum, dass an der Grenze von Jordanien oder irgendwo wird ein Diplomatensohn entführt und in den USA kommt man auf die Idee beim CIA, um dort undercover ermitteln zu können, eine Truppe von jungen Stripperinnen zu engagieren, die eine militärische Ausbildung durchlaufen zu lassen und die dann quasi dort in einem Stripclub auftreten zu lassen, damit sie dort undercover sind, um dann wiederum quasi den Fall zu lösen, da die Terroristen auszuschalten, ja? Welcher Film? Beide liefen auf ProSieben, auf Tele5, Entschuldigung. Welcher von ist der Schläferz-Film? Der zweite. Der zweite, wobei der erste definitiv auch Potenzial hätte. Auch exakt der zweite, also das ist ja... Ja, okay. Das klingt wie also, so ein schlechter Anfang 80er-Jahre-Film. Ja, das ist auch, ich glaube, von 86 oder so. wie gesagt, im Original heißt der Hell's Squad, ist aus der Rubrik TAA, also Tits and Ass in Action. Und you get what you pay for. Und wie hat es Kalkofe so schön gesagt, der macht ja am Anfang immer so eine kurze Vorstellung von dem Film. Also er hat gesagt, normalerweise hast du bei diesen Schläferz-Filmen immer mal so ein, zwei Leute, die du dann später mal in irgendwelchen besseren Filmen gesehen hast. Hier null. Also niemand von dem ganzen Film hat irgendwann später mal irgendwas Nennenswertes noch überhaupt gemacht oder irgendwas, also gar nichts, ja. Und der Film ist eine einzige Katastrophe gewesen, aber es war absolut geiler Schläferz-Film. Das Witzige für deutsche Zuschauer war, dass Tommy Pieper, die Stimme von Alf, da auch eine Sprechrolle hatte und noch diverse andere Sprechrollen. Oh. Also das war herrlich. Und wie war dann der Raw? War der so furchtbar, wie er sich anhört? Der ist furchtbar, aber gut. Das ist das Erstlingswerk von Julia Ducournau und lief zum ersten Mal ungeschnitten im Fernsehen. Hatte damals auf diversen Festivals dazu geführt. Ich lese mal kurz vor hier. Raw feierte seine Premiere auf dem 69. Filmfestspielen von Cannes, bla bla bla. Während der Aufführung beim Toronto Filmfestival mussten ein paar Zuschauer, die nach einigen
der sehr drastischen Szenen in Ohnmacht gefallen waren, medizinisch versorgt werden. Ähnliche Reaktionen spielten sich beim Göteborg Filmfestival ab, wo einige Menschen im Publikum ohnmächtig wurden oder sich übergaben. Und über 30 Anwesende die Vorstellung vorzeitig verließen. Also der ist furchtbar, der Film. Ich will den auch nicht nochmal sehen. Man hat es ja schon an der Geschichte gehört. Aber er ist wahnsinnig gut gemacht. Also das ist wirklich, und das als Erstlingswerk. Und das finde ich halt immer gut, wenn jemand ein Erstlingswerk macht, was irgendwie richtig reinhaut, was irgendwie, wie jetzt zum Beispiel Sound of Metal, was irgendwie richtig gut ist oder was hier irgendwie sehr krass ist, was dann ein bisschen Aufsehen erregt. Und das war halt, Raw ist halt aus der Rubrik sehr krass, wo halt jemand sagt, oh, ich nehme mir einfach mal so eine völlig krasse Geschichte vor und erzähl die mal und guck mal, wie es ankommt. Und ja, ich habe da ein bisschen Scheu davor gehabt, weil es hieß, dass es eine französisch-belgische Co-Produktion ist. Das ist immer für mich so ein Red Flag. Da finde ich immer sehr... Wegen einer ganz speziellen Dame, nehme ich an. Ja, es gibt da noch mehrere, die dann nicht ganz so... Ja. Okay. Und ja, genau. Also Raw ist... also aus Filmfansicht kann man den mal, sollte man den vielleicht mal gucken, damit man sieht, völlig abgefahren. Aber kein Must-See auf jeden Fall. So, Kate, du hast den Fall Richard Jewell geschaut. Den hatten wir damals in der Sneak. Der läuft ja jetzt auf Sky, genau. Habe ich schon gesehen. Ne? Genau, ich habe den ja damals in der Sneak leider verpasst und habe den jetzt auf Sky nachgeholt. Und das Allerwitzigste an der Sache war eigentlich, ich habe den Film angemacht und der Chris wollte eigentlich irgendwas anderes machen. Aber ich ungefähr mindestens ein Viertel bis eine Hälfte des Films hat er mitgeguckt, weil er einfach wissen wollte, wie sehr ich die Polizei danach hasse. Das FBI. Oder das FBI. Für die, die es nicht wissen, der Fall Richard Jewell ist ein Film über den Herrn Richard Jewell, der bei einem Festakt, ich glaube, da ging es um die Olympischen Spiele, ja, da gab es so ein Open-Air-Konzert und der war da als Sicherheitsmann eingeteilt und der fand einen verdächtigen Rucksack, der dann auch eine Bombe enthielt und diese Bombe ist auch hochgegangen. Und sowohl Polizei als auch Presse hatten sich dann relativ schnell darauf eingeschossen, dass er selber der Bombenleger sei. Aufgrund seiner Vorgeschichte, seiner Lebensart und seines Willens, Gesetzeshüter zu sein, haben die dann halt beschlossen, dass er das war, um im Rampenlicht zu stehen. Was aber einfach nicht der Fall war. So, Punkt, aus, Ende. Und das ist da wird jetzt eben seine Geschichte erzählt und es ist wirklich erschreckend. Es ist erschreckend, wie schnell man eine Person abstempeln kann from Hero to Zero innerhalb einer Schlagzeile. Und da muss nur ein Polizist oder ein FBI-Agent mal sagen, oh, habt ihr mal darüber nachgedacht? Und zack, sind alle anderen Verdächtigen raus und es wird sich auf diese eine Person eingeschossen. Und was Richard Jewell und seine Mutter da durchmachen mussten, war schrecklich. Und das erzählt dieser Film sehr, sehr toll. Unter anderem spielt auch mit Sam Rockwell, der spielt den Anwalt von Richard Jewell. Und ich finde beide Rollen sehr gut besetzt. Also ja, muss ich echt sagen, definitiv. Hat mir richtig gut gefallen. Auch der FBI-Chef, Tom Shaw heißt der, eine Rolle, wird von John Hamm gespielt, auch super. Also besetzungstechnisch richtig, richtig gut. Ein paar andere Sachen kamen mir noch bekannt von, genau, und Kathy Bates als die Mutter. Also toll besetzter Film und erschreckend, also wirklich richtig, richtig erschreckend. Ich war kurze Zeit wirklich richtig sauer, als sie dann seine Art einfach ausgenutzt haben, sobald sein Anwalt nicht da war. Und das ist, ach, das hat mir einfach wehgetan im Herzen. Und ich hoffe, dass das sowas nie wieder vorkommt, aber es wird wahrscheinlich ständig vorkommen. Kathy Bates hat ja eine Oscar-Nominierung für die beste Nebenrolle. Ich hätte Sam Rockwell auch eine gegönnt, weil das war einfach großartig. Ja. Also wie der gespielt hat, ey, hatten wir das nicht damals sogar im Original, ne? Das war doch auch so, ich glaube, wir hatten es in OVA. Ich weiß nicht, ich krieg's mal zusammen, aber ich glaube, wir hatten es in OVA, aber es war auch beim zweiten Mal schauen jetzt nochmal, du hockst halt dran und war, also bei mir war es wirklich so dieses, ey, die machen das, du wirst so innerlich so sauer, weil das überhaupt nicht geht und ich saß echt dran, ich so, okay, wann ist das sauer? Okay, wie wird es? Und du hast richtig gesehen, in der ganzen Mimik, wenn dann das FBI kam, so,
Ey, ist jetzt nicht in ihr fucking Ernst. Ey, wollen die mich verarschen? Und Tupper-Schüsseln und alles, ne? Die beschrifteten Tupper-Schüsseln, wo zurückkamen. Und also, oh, der Anruf. Einfach der Anruf. Oh. Der Anruf. Halt unfassbar. So eine wilde Gemengelage gewesen, wenn ich mich da recht erinnere. Ich habe mir auch schon aufgenommen, ich wollte auch noch mal gucken hier. Dass quasi das FBI musste ja irgendwie irgendeine Spur vorlegen, ja. Das war ja, die standen ja, die hatten ja nichts, ja, die hatten keine Indikation. Und natürlich die Olympischen Spiele, die ganze Welt hat dorthin geblickt und das FBI hatte einfach no clue, was da passiert ist. Und deswegen ruinieren sie einfach das Leben von einem Wachmann, der eigentlich der Held der ganzen Geschichte ist. Da kam ja dazu, dass der sich natürlich auch sehr naiv angestellt hat. Also der war ja wirklich ein absoluter guter Mensch, der einfach kein irgendwie niemanden was Schlechtes gesehen hat und denen helfen wollte und dabei sich verplappert hat und Sachen gesagt hat, die man eigentlich dann nicht, wo man sagt, oh nee, bitte. Und da war eigentlich fast so gut, ja. Und das aber allein dieser Moment, wo das FBI dann dran hockt und sagt, ja, können Sie mal bitte folgenden Text einfach einsprechen. Ja, das war dann fies, ja, genau. Aber das war echt ein Knaller, vor allem dann dieses, wie schnell müsste er von dem Ablegen der Bombe bis zum Telefon gerannt sein? Lauter so Zeug, so völlig unrealistisch, das ist einfach, ich reg mich schon wieder auf drüber, das ist so unfassbar. Und dann auch dieser Widerspruch in sich, sie haben am Anfang hieß es dann, ja, der Bombenleger, das ist ja ein Einzeltäter und ein Introvertierter und immer für sich und dann plötzlich kam die Idee, als dann das mit dem Telefon klar war, dass das nicht funktioniert zeitlich, ja, er hatte einen Partner. Er hat es nicht alleine gemacht. Ich mir so, Leute, das ist doch, das kannst du nicht erzählen, dass das gute Polizeiarbeit ist. Also, sorry. Ich habe mich richtig, richtig geärgert. Also, puh. Und noch viel schlimmer einfach an der Sache ist, dass es nicht fiktiv ist. Das ist das, was mich halt an der ganzen Geschichte so erschreckt, dass es so tatsächlich passiert ist. Dass die den so verarscht haben und dass die Polizei sich einfach so oder das FBI, beide eigentlich, weil die Polizei hat ja nicht, auch nichts unternommen dagegen. Ja, die konnten dass die ja nicht so die auf ja den nicht. Die waren ja alle gleich raus. Als hier das FBI kam, mit der wir übernehmen, ihr könnt uns zuarbeiten, ja, pff, danke auch. Boah, also Top-Film, Empfehlung nochmal. Ja. Absolut. Wir hatten damals, das war Episode 601 am 26.01.2020. Da hatten die Kinos noch offen. Chris, du hast 8, ich habe 9 gegeben. Ja. Das kann man, glaube ich, immer noch unterschreiben. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ja. Bin da auch so bei 9 mindestens. Also. Der ist richtig gut gealtert. Also definitiv sollte man den auch anschauen. Nicht nur die großartige Darstellerriege, wie gesagt, auch Oscar nominiert und ja, jetzt läuft er gerade auf Sky und demnächst dann vielleicht auch irgendwo auf Streaming-Service dann auf jeden Fall mitnehmen. Ich habe noch einen geschaut, nämlich All Eyes on Me, den Tupac Shakur-Film. Es gab ja diverse Rapper-Biografien im Kino. Es gab ja Notorious über Notorious B.I.G., dann gab es hier dieses Straight Outta Compton und so weiter. Und jetzt durfte ich nun den schlechtesten der ganzen Reihe sehen, wie ich dann hinterher festgestellt habe, nämlich All Eyes on Me. Es war eigentlich der, wo ich eigentlich die meisten Hoffnungen reingesetzt hatte, weil ich habe damals auch viel Tupac Shakur und so gehört und habe mir auch die Texte teilweise übersetzt damals. Und ich fand das richtig gut und was der auch so für einen Hintergrund hatte und habe mir da von dem Film eigentlich ein bisschen was erhofft. Und der lief ja jetzt auch auf Sky. Da habe ich den mal geschaut. Ich hatte auch die Laufzeit damals ein bisschen abgeschreckt gehabt, den im Kino zu sehen. Und der hatte auch keinen breiten Start, wenn ich mich recht erinnere. Ich wurde ein paar Mal gefragt, ob ich mitkommen will ins Corso, weil er da in der OV lief. Und hatte ich aber auch keinen richtigen Drang. Der geht nämlich 2,5 Stunden, der Film. Und soll nun die Geschichte von Tupac Shakur erzählen, die an sich ja sehr viel Material und sehr viel bietet. Leider wird es hier im Film sehr, sehr schlecht umgesetzt. Es ist eher so eine Aneinanderreihung von Episoden, die insgesamt gefühlt keinen richtigen roten Faden haben, außer dass sie chronologisch angeordnet sind. Aber dass man sagt, okay, das baut jetzt darauf auf und deswegen hat er später dann so gehandelt, weil das war oder so. Das hat sich mir jetzt nicht erschlossen, was natürlich auch mit der Fülle an Material wahrscheinlich auch schwierig gewesen wäre, das so darzustellen. Es war jetzt eigentlich nichts bahnbrechend Neues dabei für mich. Also deswegen, das war mehr oder weniger eine werkgetreue Biografie, Verfilmung, wirklich, wie man es teilweise so auf Discovery Channel oder so bei diesen ganzen, oder History, wenn es um irgendwie Personen geht, wo dann so die
quasi das Leben so nacherzählt wird, ja. Da war jetzt keine, natürlich dann Schießereien und so weiter, aber das wusste man ja, das kennt man ja alles schon und das war jetzt auch nicht irgendwie dramaturgisch zugespitzt, dass er ihn das jetzt besonders mitgenommen hätte im Film. Ich fand den echt enttäuschend, den Film. Das Einzige, was ganz gut war, war so die Musik natürlich, das mal alles mal wieder zu hören. Teilweise wurde das auch performt von dem Hauptdarsteller, der heißt Demetrius Shipp Jr., der auch dem Tupac Shakur sehr, sehr ähnlich sieht. Und auch die anderen Darsteller waren ganz gut gecastet, also gibt es dann Notorious und so weiter. Dr. Dre hat auch eine Rolle, also jemand, der ihn spielt, sagen wir so. Das fand ich ganz gut, aber der Film war leider nur Durchschnitt. Der hat mich echt enttäuscht, deswegen keine wirkliche Empfehlung. 5,5 von 10 Punkten von mir. Wer auch gern Tupac gehört hat, der kann da mal reinschauen in den Film. Aber 2,5 Stunden, puh, ja, muss man sich selber überlegen, ob es einen so sehr reizt, dass man den mal gucken will. Ja, Chris, ich glaube, du hast Tupac, oder? Vielleicht kannst du mal reingucken, wenn er dich interessiert. Sky, das merkst du schon relativ früh, in welcher Geschwindigkeit der Film erzählt ist und wie er es aufbaut und so. Und da kannst du entscheiden, ob du die restlichen 2 Stunden noch gibst oder so. Eher nichts für mich, glaube ich. Na gut, machen wir mal in Serien weiter. Gucken, ob da was dabei ist. Serien. Ich mache mal ein was ganz kurz. Ich habe bei Flight Attendant reingeguckt, weil den müssen wir nämlich für Fortsetzung Volk rezensieren. Der Regisseur des Ganzen, oder Regisseurin war es, glaube ich, hat ziemlich viel bei Steven Soderbergh abgeguckt, was so Übergänge angeht und irgendwie so Bildaufbau und so weiter. Was am Anfang ganz cool war, in der Mitte der ersten Folge, ich habe nur eine Folge geguckt, extrem anfängt zu nerven. Was mich auch extrem genervt hat, sind die Rückblenden, die nichts Neues bringen. Ach so, vielleicht soll ich erzählen, worum es geht. Also Kaylee Cuoco, die Penny aus Big Bang Theory, ist eine Flugbegleiterin, die nichts auslässt. Sie ist Single, sie nimmt immer irgendwelche Leute mit ins Bett und hat ein Problem mit Alkohol. Sie blackout dann immer, wacht irgendwie in der Bahn auf oder neben der Leiche, was dann plötzlich passiert in Thailand. Und sie wacht halt neben der Leiche auf und weiß nichts mehr, was passiert ist. Und ja, trotz dessen, dass sie Probleme hat mit Alkohol, säuft sie weiter, bedient sich aus Minibars, völlige Facepalm-Momente. Dann hat sie immer Rückblenden, wo sie sich doch so bruchstückhaft erinnert, was in der Nacht gewesen ist. Aber die bringen einem überhaupt nichts Neues, weil man sieht nur, wie sie da mit ihrem Typen da irgendwie rummacht. Es kommen keine Informationen daraus hervor, außer eine, ganz kurz. Dafür musste man zig langweilige Rückblenden ertragen. Das Ganze ist einfach nur total nervtötend, fand ich. Die Handlungen sind nicht nachvollziehbar und du hast es fertig geguckt oder was? Habe ich da vorhin rausgehört im Vorgespräch. Lohnt sich das noch weiter zu gucken oder? Also, es wird halt noch erklärt, wie sie als Mensch überhaupt so weit gekommen ist und es wird halt auch erklärt, also was auch hinter ihrer Sucht steckt. Ach so. Und auch warum, wer den Mann dann getötet hat, ob sie das war oder nicht und auch die Side, also die Nebencharaktere, auch 2 von ihren Flugbegleitern haben auch noch eine Nebenstory, die immer mal wieder auftaucht und dann auch am Ende aufgelöst wird. Also ich kann jetzt das nicht nachvollziehen, dass dir da irgendwas auf die Nerven ging. Und auch die Rückblenden ergeben irgendwann Sinn. Nicht in der ersten Folge. Also da gab es nur eine Rückblende, nicht unbedingt. Wo sich eine Person gezeigt hat, völlig ausgeblurrt. Und ach, da war ja doch noch jemand mit am Tisch. Okay, das war die einzige Rückblende, wo ich gedacht habe, okay, jetzt haben wir wirklich mal mehr Informationen bekommen, als wir bisher hatten. Aber die anderen Rückblenden waren nur... Ja, aber es war halt auch für die Geschichte wichtig, dass sie halt wirklich so weg war, dass sie halt wirklich nur nach gewisser Zeit irgendwie merkt, dass da doch noch mehr war. Chris, was denkst du, was man macht, nachdem man... im Blackout neben einer Leiche aufgewacht hat und gemerkt hat, oh Scheiße, mit dem Alkohol, ich wärme. Nein, Erik, nein, was fragen, was macht man dann, wenn ich weiß, was du ins nächste Hotelzimmer kommt, was wäre da eine gute Idee? Also ich würde natürlich erstmal draußen ein Schild hinhängen mit bitte nicht stören und dann alles sauber machen. Nee, sie kommt dann in der neuen Stadt an, sie ist ja Flugbegleiterin, zieht sich erstmal allein in ihr Hotelzimmer zurück. Und nachdem sie ja quasi von ihrer letzten Zufnacht nichts mehr weiß,
gibt sie sich erstmal total die Kante mit irgendwelchen kleinen Fläschchen aus dem Minibar. Ein Konterbier, klar. Nein, 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 Erik, das darfst du so nicht sehen. Du weißt nicht, wer sie ist. Ach so. Das wird erklärt, warum sie so ist. Okay. Soll ich dir sagen, also ich kann, es ist ein Spoiler, nee, 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 aber ich kann dir gern sagen, wann sie das erste Mal was getrunken hat. Ja, das sieht man ja in der ersten, in der Rückblende, wo sie mit ihrem Vater unterwegs ist, wo die das Tier erschießen. Na. Das ist nicht das erste Mal. Naja, wie auch immer. Ich will es nicht wissen und die Hörer wahrscheinlich auch nicht. Vielleicht will es noch jemand gucken. Fakt ist nur, dir hat es sehr gut gefallen, mir hat es nicht gefallen. Deswegen vielleicht, wenn es Kommentare gibt, ich soll doch noch mal gucken, was die anderen sagen bei Fortsetzung folgt. Wir nehmen am Dienstag auf, mal schauen, vielleicht, ja, wenn du sagst, es ist gut, vielleicht, wenn die Mehrheit dann doch sagt, dann vielleicht überwinde ich mich mal noch weiter zu gucken. Wie ist denn Love Death? Ich finde es halt immer aus der ersten Folge eine Serie direkt abzuschießen, finde ich schwierig. Ich habe keine Zeit mehr. Ich muss mich catchen. Ich nehme ja auch die Zeit und sage, ich gucke mir mal von der Serie 2-3 Folgen an und wenn sie mich dann nicht catcht, dann höre ich auf. So war es zum Beispiel bei Stargirl. Stargirl habe ich auch abgebrochen, weil ich es einfach nur noch Banane fand. Oh, aber am Anfang habe ich gedacht, okay, ich gebe dem Ganzen eine Chance. Jetzt. Nein, das ist total scheiße. Oh mein Gott. So, bitte. Also, da haben wir wieder alle, das Problem. Für alle Hörer da draußen, ich habe inzwischen mir Popcorn geholt. Die neuesten zwei Stargirl Folgen, die sind so super. Ach, so zum Protze, ey, das ist so scheiße. Ich habe aufgehört, nachdem diese Schulbitch nachdem rausgekommen ist, wer sie ist und wie sie zu dem Ganzen gehört und sie das Kostüm ihres Vaters oder ihrer Mutter oder was weiß ich geklaut hat und ohne Maske draußen auf der Straße rumläuft und hier einen auf, ich bin so cool und ich hau alle um und bin so böse. Da habe ich aufgehört, weil ich mir gedacht habe, du bist so eine dumme Nudel. So dumm. Nee, habe ich aufgehört. Ich hab Bock mehr. Siehst du, so ist es. Die gefällt mir, die gefällt dir nicht. Das hat so jeder seins. Ja. Aber ich kann, also Stargirl, ey, die letzten zwei Folgen habe ich total weg. Also die kommen ja jede Woche immer zwei hier auf Sky. Ey, die letzten, die waren echt cool. Na gut, also jeder, der es guckt, ihr seid halt ja drauf, ihr zwei. Wird wissen, was ich meine. Und jetzt kann Chris mal was sagen zu Love, Death and Robots. Hier geht ja jetzt weiter, zweite Staffel. Es gibt die zweite Staffel Love, Death and Robots und ich habe noch nicht alle durch. Ich habe erst drei Stück haben wir gesehen und die drei, wo gesehen sind, die aktuellen, die fand ich schon sehr, sehr cool. Also es sind wieder, wie viel sind es, glaube ich, 8 oder sowas? 6 oder 8, ich weiß nicht. Es sind acht Folgen und es sind wirklich so, wie bei der ersten Staffel, es sind einfach verschiedene animierte Kurzfilmchen. Ich fand das eigentlich als fließender Übergang vom ITFS hier rein, fand ich sehr angenehm. Und die ersten drei Filmchen oder ersten drei Episoden, wo ich gesehen habe oder wo wir gesehen haben, ist einmal Automated Customer Service. Da geht es in einer animierten, ich würde mal sagen, ein Stück weit an Pixar angelehnt, aber nur angelehnt, weil die Figuren dann doch ganz gänzlich anders aussehen, geht es um einen Putzroboter, der ein wenig durchdreht und sich selbstständig macht mit, wenn Sie ein Haustier haben, werfen Sie das Haustier nach dem Roboter. Sehr skurriler Humor, aber sehr cool gemacht, sehr witzige Story. Innerhalb von einer kurzen Zeit entwickelt sich da was, wo du dann dran hockst und sagst, okay, das würde das tatsächlich eine zweite Folge dazu auch gerne sehen. Den fand ich ganz cool, den Automated Customer Service. Kate, wie ging es dir da? Du hast ihn ja auch gesehen, du fandst ihn auch ganz gut, ne? Der war lustig. Ja, okay, ja, vor allem, ich kann mir das halt echt so, das ist so typisches, das ist dieses typische Roboter wendet sich gegen die Menschheit. Ja, genau. Da war sehr viel Death und Robots mit drin. Ja. Der zweite Film, den wir gesehen haben, trägt den schönen Namen Ice. Da geht es darum, dass auf einem fremden Planeten, also die Menschheit hat irgendwie andere Planeten besiedelt und einer schnappt seinen Bruder, der zu Hause sitzt, der so ein bisschen Eigenbrötler ist und nimmt ihn mit zu seinen Freunden und die veranstalten dann ein so Wettrennen mit Eiswalen. Das ist vom Stil her, ja, das ist so mehr Richtung so Anime-Stil, aber nicht Anime, wie heißt's? Cartoon. Ach, schlag mich tot. Ja, also so, ja. Animiert halt.
Ja, animiert halt. Es ist ja alles animiert. So Manga-Style. Ja, also so, oder was meinst ja, so eher in diese Richtung. Eigentlich ganz cool gemacht. Auch ganz cool gemacht. Die Story, ja, fand ich ganz nett. Fand ich allerdings Automated Customer Service besser. Und also auch, aber sehr, sehr cool einfach. Wirklich, das ist schon Jammern auf hohem Niveau. Und den dritten, der bisher dann tatsächlich der stärkste aber auch ist, den wir gesehen haben, ist Pop Squad. Und das ist auch in der Zukunft. Und da geht es darum, dass die Menschheit quasi nach oben gebaut hat, weil es komplett alles versmoggt ist und draußen geht gerade die Welt unter, okay. Das ist ziemlich alle mit Umweltverschmutzung und Schlag mich tot und zu viel Belastung, deswegen baut die Menschheit nach oben raus. Zu viele Menschen. Zu viele Menschen, genau, und säubert unten. Also du darfst keine Babys mehr haben oder keine Kinder mehr haben, weil jeder Mensch wird, dessen Leben von jedem wird verlängert. Aber halt dadurch, es wird quasi verlängert auf Kosten von den Kindern sozusagen. Also es gibt keine Kinder mehr, es gibt den jetzigen Bestand und fertig. Ah, okay. Und gemacht ist das. Also Kinder sind quasi illegal. Genau, Kinder sind illegal. Und gemacht ist es im Stile eines PlayStation-Spiels. Also das ist so eine typische Grafik, die man kennt aus Last of Us oder aus ganz vielen anderen Spielen, die halt auch so Cinematic-Style haben. Mhm. Und wir begleiten da eben diesen Polizisten oder diesen Säuberer, der da die kleinen Kinder aus dem Weg räumen soll oder halt eliminieren soll. Klingt nach Blade Runner irgendwie so. Diese ja, auch so. Ja. Hat, und also, die Welt hatte auch so ein bisschen Matrix-Style. Also es hat mich auch ein bisschen nach Blade Runner, so ein Mischmasch aus allem Möglichen, aber richtig gut. Und sehr cool. Und eine sehr coole Geschichte da dahinter, die man auf jeden Fall sich anschauen sollte. Also Pop Squad ist bisher ganz weit vorne. Ich bin mal gespannt auf die nächsten, was da noch kommen. Ich denke mal, es kommen auch noch wieder ein paar witzige Sachen auch. Aber gefällt mir sehr gut. Also Love, Death and Robots ist was man auf jeden Fall anschauen kann und sollte. Okay. Was man auch anschauen sollte, ich habe jetzt gerade mal bei Netflix, ich habe gerade die Seite offen. Da starten heute diverse Filme neu. Boah, was ist denn bei euch los? Ja, also hier regnet es noch gar nicht. Es kübelt. Total krass. Mal sehen, wann es bei mir ankommt. Ich habe gerade die Liste offen. Heute startet auf Netflix 50 Shades of Grey, muss man nicht sehen. The Purge, Pitch Perfect 2, Home, 8 Mile, Love, Simon, sehr guter Film. Unknown User, fand ich auch cool in der Sneak. Pitch Perfect 1. Dann ein Film von einem Stuttgarter Regisseur, von Robert Schwentke. Sagt euch was. 68, in Stuttgart geboren. Mit Ryan Reynolds in der Hauptrolle. Sagt euch das was? Okay, ja. Nee. Jeff Bridges ist auch noch dabei. Rest in Peace Department, RIPD. Den ich ziemlich cool finde, den Film, aber ja, der, glaube ich, cool. Nicht so ganz so gut gelaufen ist. Safe House startet auch noch. Last Vegas startet auch noch. Also heute ist viel dabei bei Netflix. Ich habe noch einen Film geschaut, weiß gar nicht wo. Die Schlange heißt der. Eine Serie. Auf Netflix auch, glaube ich. Kurz gucken. Die Schlange. Die Schlange. The Serpent hieß es, glaube ich. Ja, The Serpent. Ja. Ich finde es gerade nicht. Ich finde hier nur einen Film. Da muss ich versuchen, aus dem Kopf nachzuerzählen. Also die Schauspieler, da komme ich jetzt gerade nicht drauf. Es geht um einen Mörder, so ein bisschen True Crime mäßig, aber halt als richtige Erzählung. Es ist eine Miniserie. Um einen Mann, der sich als Edelsteinhändler in Thailand oder in Asien überhaupt ausgegeben hat. Und der verantwortlich ist für den Tod von sehr vielen, hauptsächlich so Rucksacktouristen, die er bei sich irgendwie aufgenommen hat. Und was jetzt ein bisschen plump klingt und was ein bisschen komisch klingt, finde ich extrem gut gedreht. Also das war, wie soll ich sagen, also diese ganzen, das ist so, ich glaube so 70er, 80er Jahre, diese ganze Optik und so weiter, von den einzelnen Städten auch, in denen das so spielt. Ich hatte vorher direkt Flight Attendant geguckt und die ist teilweise auch in ähnlichen Städten unterwegs gewesen. Dann direkt danach die Schlange, weil wir das auch besprechen in der nächsten Folge. Und
da waren teilweise dieselben Städte, aber irgendwie so in 70er Jahren oder 80er Jahren, wie das aussah. Das war irgendwie total kurios, aber sehr interessant gemacht. Und da geht es dann um einen niederländischen Botschaftsmitarbeiter, der bekommt eben das damals irgendwie das Telefax oder Telex zugeschickt, dass zwei niederländische Staatsbürger vermisst werden. Und dann wird es so ein bisschen rückblenden erzählt, was da vorher so passiert ist, auch so mal so 2 Jahre vorher und 5 Jahre vorher und so. Was ein bisschen, fand ich auch ein bisschen verwirrend und nervig teilweise. Aber die ganze Art, wie es gedreht ist und diese unaufgeregte Art, wie es dargestellt ist, wie die Personen agieren, fand ich in der ersten Folge zumindest mal sehr, sehr gut. Und die geht auch eine Stunde oder so. Ich habe auch erst eine Folge geguckt. Also hat mir echt gut gefallen. Die Schlange. Die Serie basiert auf wahren Geschichten. Bitte? Ja, es ist True Crime. Also True Crime, ja. Genau. Aber es ist halt mit Jenna Coleman. Keine Reportage, sondern... Jenna Coleman, ey. Ja, ist halt eine richtige Serie. Achso, ihr kennt es schon, oder was? Ja, natürlich. Also wir haben es noch nicht geguckt, aber wir wollen es auch gucken. Also okay, Chris will es auf jeden Fall gucken, wegen Jenna Coleman. Die spielt wen? Die Frau von dem Bösewicht, oder? Ja. Ah, okay, ja. Keine Ahnung. Weiß ich, Marie ist. Andrea. Ja, okay, dann weiß ich, wer es ist, ja. Und ja, fand ich wirklich gut, er hat mich umgehauen, weil das so unaufgeregt, weil ich kenne so True-Crime-Geschichten, also und dann passierte das, ja, und boah, da wurde irgendwas, also teilweise hier wie bei den anderen Netflix-Serien, die immer so Making a Murder oder irgend sowas, aber das ist halt eher so eine richtige Serie, halt eine Erzählung, jetzt nicht so eine Aufarbeitung dokumentarisch gesehen. Ja, kann ich empfehlen. So, dann sind wir durch, glaube ich, mit den Serien. Ach nee, Nein. Was? Wir haben noch ein bisschen was, ne? Ach hier, ja. Mir ist noch 7 Teils was eingefallen, was wir noch besprechen müssen. Und reden wir vom gleichen, Chris? Naja, mir ist nur jetzt noch was anderes eingefallen. Aber ja. Okay. Müssen ein bisschen auf die Uhr gucken, ne? Auf Sky gibt es eine neue Serie, die sehr schwarz ist, also sehr schwarzer Humor und ich glaube, nicht für das gesamte menschliche Publikum geeignet. Sie heißt The Mopes. Das ist eine deutsche Serie mit Nora Tschirner in der Hauptrolle. Genau. Und es geht um einen Singer-Songwriter, der in Berlin lebt. Glaube ich, ist Berlin. Der so semi-erfolgreich ist. Und eines Tages taucht Nora Tschirner quasi in seinem Leben auf, denn sie ist die Verkörperung der Depression. Also Depression und dieses ganze Thema, diese ganzen bösen Dinge, die in einem Kopf vorgehen, werden in dieser Serie als eine Art Firma dargestellt, mit Menschen in lustigen Klamotten, mit abgefahrenen Frisuren, die alle so ihren Job haben und ihren Regeln folgen. Aber trotzdem folgen. Alles grau in grau, ne? Ja, und alles trotzdem grau in grau. Und die haben halt ihre Aufträge und so wie ich das jetzt rausgestanden habe, das hat man in der ersten Folge auch schon gehört quasi, ist der Auftrag, diesen Patienten so lange zu zermürben, bis er zur Therapie geht. Also so. Ja. Das ist ihr Auftrag und ihr neuer Auftrag ist eben Matt in die Depression zu bringen und das klappt ganz gut. Problem an der ganzen Sache ist, dass normalerweise sind Depressionen oder werden die Depressionen nur im Kopf quasi gepflanzt und man flüstert den Leuten sowas zu und das ist dann in ihrem Kopf und dann denken die darüber nach und dann werden die wahnsinnig. In diesem Fall ist das Problem, dass Matt seine Depression sehen und hören kann. Und das ist nicht so häufig. Und gibt aber dem Ganzen eine sehr, sehr witzige Note. Also, wer mit dem Thema zu kämpfen hat, schwierig, aber es ist halt auch extrem gut dargestellt, was es bedeutet, mit einer depressiven Person zusammenzuleben und was in einer depressiven Person vor sich geht. Und das Ganze wird nicht, also es klingt vielleicht so, als würde man das Ganze ins Lächerliche ziehen. Habe ich am Anfang auch extrem Angst gehabt bei der ersten Folge. Aber es ist tatsächlich nicht so, meiner Einschätzung nach. Aber ich glaube, wenn jemand mitten tief in einer Depression drinsteckt, ist es vielleicht nicht die richtige Serie. Aber sie ist sehr cool. Sehr witzig.
und der Trailer sah ganz nett aus, ja. Ich wollte mal reingucken. Das Thema einfach mal aus einer ganz anderen Perspektive auch betrachtet. Ja. Chris, sagst du auch noch was dazu? Ja. Ja, also unbedingt reingucken. Echt cool. Wirklich cool gemacht. Und gibt dem Ganzen einfach mal ein Gesicht. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass es wirklich beim Umgang mit der Krankheit Depression einfach auch hilft. Und ich finde, das ist auch ein Thema, was man definitiv ansprechen sollte, was man definitiv ernst nehmen muss, weil es gibt es einfach auch. Und das muss man auch einfach mal irgendwo akzeptieren, dass es diese Krankheit gibt und dass man da auch sich helfen lassen kann. Ist cool gemacht, also Nora hat schon gemacht. Ich glaube, das hat richtig Spaß gemacht, das auch zu drehen. Und man muss dazu sagen, Nora Tschirner hat ja selber mit Depressionen. Man muss dazu sagen, Nora Tschirner hat ja auch selber lange mit Depressionen gekämpft. Und sie fand das, glaube ich, in einem Interview hat sie gesagt, glaube ich, gesagt, dass sie das nur gemacht hat, dieses Thema angegangen ist in der Art und Weise, weil sie es für richtig empfand, dem Ganzen ein Gesicht zu geben. Die Depression kriegt später auch einen Namen, das ist sehr lustig. Monika. Monika. Sie ist Monika. Das geht ja auch nie richtig weg oder so. Das ist ja immer dann latent da. Nee. Chris, du hast Mythic Quest, die erste Folge von der zweiten Staffel. Ja, ganz klar, das machen wir jetzt ganz arg schnell. Also, nachdem er das Special ja auch kam. Noch. Dann können wir nächste Woche dann oder so. Genau, also Mythic Quest ist zurück auf Apple TV Plus. die erste Folge, es kam so ein bisschen schwer und schleppend rein. Es werden noch ein paar Sachen aus der ersten Staffel aufgegriffen und trotzdem musste ich schon wirklich laut auflachen, dass man einfach dran hockt und sagt, allein wenn es darum geht, den Namen zu finden für die neue Erweiterung, die nach Raven's Bankhead jetzt eben folgt. Ich bin gespannt, was da noch so passieren wird. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock drauf und ja, es wird ein kleines witziges Fest. Und ich habe noch eine kleine Serie mitgebracht. Ich habe noch was mitgebracht. Ach so, das geht auch ganz schnell. Ich dachte, die steht bei Games. Nee, ich habe da jetzt keinen Platz gehabt. Ach so, ich habe es ganz schnell reingeschrieben. Und zwar die nette Serie Black Monday. Und jetzt wird Kate gleich sagen, ah ja, stimmt, da war was. Das ist nämlich das, was mir noch eingefallen ist. Black Monday, auch auf Sky, gerade zu sehen, in der Hauptrolle Don Cheadle, Andrew Reynolds, Paul Scheer und Regina Hall. Da geht es um den Börsencrash in den 80er Jahren. Aber richtig cool gemacht. Richtig cool gemacht. Die erste Folge hat richtig Bock drauf gemacht, auf das, was da alles kommt und was da alles passiert. Es gibt inzwischen davon 3 Staffeln habe ich gesehen, was mich so ein bisschen macht. Nominiert war es auch schon für den Golden Globe und alles. Ach, da hatte ich davon gehört, ja. Auf jeden Fall auch mal rein. Also ich werde das auch weiterschauen. Ist sehr, sehr cool gemacht. Und vor allem, es ist richtig gut durchdacht. Und du denkst dir nur so, alles Du denkst klar. schon am Ende der ersten Folge, ach komm, echt jetzt? Und das ist halt, wenn die erste Folge so catcht, ist halt schon geil. Ja. Und Don Cheadle ist einfach eine verdammt coole Socke. Punkt aus Ende. Ja. Deswegen Black Monday, nur schon mal drauf vorbereiten, kommt in den nächsten Folgen hier wahrscheinlich wieder. Jetzt weiß ich, woher mir das bekannt vorkommt. Wir haben das bei Fortsetzung Folge schon besprochen. Ich hab 50% gegeben. Also mich hat's nicht so richtig umgehauen damals. Okay. Seth Rogen hat ja damit produziert auch, ne? Genau, ja. Das war so der. Steht überhaupt ein Datum bei uns, wann das war? Nee. Warum steht ja kein Datum bei denen? Ist ja krass. Okay. 2 years ago. Also vor zwei Jahren haben wir gesprungen. Naja, vielleicht gebe ich nochmal eine Chance. Habt ihr eigentlich Apple, also da gibt es ja bei dem Sky Q-Receiver, mit dem ich mich jetzt auch rumplagen muss, anders kann man es nicht bezeichnen. Du wolltest sie doch haben. Ja, damit ich endlich UHD gucken kann, weil das haben sie nicht zugelassen über meinen anderen Fremdreceiver. Habt ihr da auch die Apple Plus App drauf bekommen oder geht da nur die anderen? Ne, wir machen Apple TV machen wir über Ach so, okay. Ja, weil TV. Da gibt es ja Netflix, Disney Plus gibt's, ne, Amazon, aber Apple nicht, okay. Dann mache ich das auch wieder wie bisher über das Apple TV, okay. Okay, dann sind wir ja jetzt doch durch bei den Serien, ne? Dann ja, endlich. Vielleicht kurz was zu Games? Games. Wir haben jetzt hier in der Runde einen stolzen Besitzer einer PS5.
Genau, denn wir hatten das ja bin bei, wohl ich, ne? Ja, genau, wir hatten bei NetGames eine Vorbestellung, weil ich gerade so viel Zeug um die Ohren habe, habe ich den Chris gefragt, ob er die haben will, die ich vorbestellt hatte. Und er hat natürlich dankend Ja gesagt. Genau. Jetzt bin ich natürlich gespannt, hier mal zu hören, was du da überhaupt schon gespielt hast, was da überhaupt geht. Und also außer den alten, die man auch noch spielen kann und abwärtskompatibel und so. Ja, ich habe das Ding erstmal eingerichtet und ich habe ja auch gesagt, hey, wenn ich eine PlayStation 5, wenn ich irgendwie drankomme, gibt es auch einen neuen Fernseher. Dementsprechend kam jetzt innerhalb weniger Tage erst die PlayStation, dann kurz drauf kam ein neuer 65-Zoll-Fernseher. Und zu meinem Erschrecken ist die PlayStation, hat die PlayStation mit dem Fernseher kollidiert und zwar komplett. Weil die PlayStation, sobald die HDR raushaut und der Fernseher das einschaltet, nach ein paar Sekunden habe ich Standbild und Pfeifen vom Fernseher, aber richtig fieses Pfeifen. Und ja, ich habe da jetzt auch geschaut, aber es muss wohl an der PlayStation liegen. Also das ist wohl auch ein bekanntes Problem, deswegen bin ich mal gespannt, was da noch für Patches kommen. Macht aber nichts, es ist grafisch. Also ja, man sieht bestimmt den Unterschied noch, wenn HDR an ist. Oh ja, die paar Mühe, wo ich dann noch besser sehe, also das heißt gerade erstmal drum. Es macht tierisch Spaß, die Grafik ist unfassbar gut. Ich habe jetzt bisher mit zwei Spielen so richtig angefangen und zwar mit FIFA 21, um einfach auch weiter das zu zelebrieren, was der VfB auf den Rasen bringt. Ach ja, du hast ja da die Upgrade-Möglichkeit, ne? Wenn du das für die PS4 hattest, dann ja. Genau, und da habe ich halt jetzt auch die Möglichkeit, die ganzen tollen Spieler wie Sascha Kalajdzic und sowas einfach lebenslange Verträge zu geben. Sascha, love! Pascal Kalajdzic, der Torschütze. Pascal Kalajdzic, genau. Sascha Stenzel und so. Genau, das ist eine. Das andere, was ich, worauf ich mich einfach auch mega gefreut habe, weil ich mega Bock drauf habe, ist Spider-Man Miles Morales. Also die Weitererzählung jetzt von dem Spider-Man-Teil, den ich damals auf der PS4 schon so richtig gefeiert habe. Und der jetzt, ach, das ist so geil. Es macht so Spaß. Es ist so unfassbar gut. Wenn du da auf 65-Zoll-Fernseher, wenn du da nahe davor sitzt, ist ja wirklich, als schwingst du dich selber durch die... durch ja, natürlich. Wie Stück ist denn der Controller, also, interessiert mich mal. Der hat doch irgendwie so ein neues Feedback, ne, oder so. Ja, ich glaube, ich habe tatsächlich, ich habe schon gleich direkt einen zweiten Controller bestellt, weil ich kenne mich, ich vergesse mal einen zu laden. Und ich glaube tatsächlich auch, dass ich den ersten Controller, dass der wo bei der PlayStation dabei war, dass der auch eins dieser Probleme hat, dass der kollidiert, dass der Force Feedback oder dass der kleine Motor innen drin, dass der mit den Tasten ein bisschen kollidiert. Der andere Controller hat das Problem nämlich nicht und macht mir jetzt in dem Fall jetzt, stört mich nicht so wirklich, weil es ist trotzdem alles machbar. Er liegt immer noch ganz gut in der Hand. Jetzt kommt im, glaube nächsten Monat oder so, kommen neue Controller auf den Markt, unter anderem ein Rot-Metallischer. Also es wird dann wohl relativ klar sein, dass ich nochmal einen Controller bestellen muss. Vielleicht hast du dieses. Aber ich finde die weißen Controller echt schick. Diese weiß-schwarzen Controller finde ich echt richtig schick. Ja. Und so Wally-Design irgendwie. Ich habe mit der PlayStation auch schon gespielt. Habt ihr das mal gespielt? Da ist, glaube ich, ein Spiel dabei, habe ich mal bei irgendjemand auf Twitch gesehen. Ja, aber haben wir noch nicht angespielt. Mit so einem kleinen Männchen da, was irgendwie so eine Strecke langlaufen muss, was eher so eine Tech-Demo ist. Das soll ja, aber haben wir noch nicht gemacht. Sah total super aus irgendwie. Ja, na gut. Nee, ich war direkt ich habe ein Autorennspiel gespielt. Ein Autorennen, welches denn? ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Chris, wie heißt das? Wrecked oder sowas, Mr. Wrecked? Rack Track. Also ist PlayStation Plus. Das ist auf jeden Fall sehr lustig. Ah, okay. Ach, siehst du, dann muss da mache ich dauernd mein Auto kaputt. Muss ich meine PS mal wieder anwerfen hier. Ja, das ist ja lustig, weil der erste Modus, wo du da fahren kannst, da fährst du mit so Rasenmähern spazieren. Ja. Und musst andere wegrammen. Und, ey, ach doch, ich erinnere mich an das Spiel. Das war mal bei Xbox dabei. Ich habe ja hier diesen Xbox, wo du auch immer Spiele kriegst. Da war das auch dabei. Da musstest du mit Rasenmähern fahren. Und dann ist irgendwie so Last Man Standing, ne, irgendwie. Ja, genau. Ja, genau. Also sein Ziel ist quasi, die anderen über den Haufen zu fahren, genau. Im ersten Stint. Aber das ist ganz gut, um das Beschleunigen. Ich spiele ja nie PlayStation, aber dieser Stint war ganz cool, um einfach die Steuerung zu lernen. Wobei ich einfach ganz schlecht in Autorennspielen bin und ständig Letzter werde. Aber es macht trotzdem Spaß. Das ist halt wirklich kaputt machen und alle wegrammen. Es gibt auch Formel 1-Spiele, ne? Das ist ziemlich gut.
Ja, aber ich glaube, ich würde besser mit einem Lenkrad zurechtkommen als mit dem Controller. Ja, da würde der Chris bestimmt mal eins besorgen, da gibt es ja auch sowas. Nee, glaube ich nicht, weil das Ziel ist eigentlich, dass man die Kate so ein bisschen an den Controller dran gewöhnt, dass wenn nächstes Jahr dann Hogwarts Legacy rauskommt. Ja. Nee, dass Hogwarts, ja, wenn Hogwarts Legacy kommt. Rauskommt. Okay. Dann ab da ist, glaube ich, da ist die PlayStation für mich verloren. Aber das ist okay. Der Trend das geht zur zweiten okay. PlayStation 5, ne? Ja, nee, mal schauen. Ja, wenn dann deine Vorbestellung bei NetGames dann irgendwann mal kommt, dann mal sehen, dann werde ich mal zuschlagen. Ja, genau. Interessiert mich auf jeden Fall auch sehr, aber ja, jetzt gerade erstmal, was ich gerade daran erinnert, weil hier mit Autorennen und Wrecked und sowas, damals eins der meistverkauften Spiele bei mir im Gamesladen, wo ich gearbeitet habe, für die PS1, Destruction Derby, hat sich verkauft. Ja, so in die Richtung geht das. Und dann kam das noch als Platin raus irgendwann, für 19 Mark damals irgendwie, in dieser Platin-Serie. Ey, die Dinger haben wir quasi wöchentlich kartonweise nachbestellt, ne? Die sind gegangen. Ja, Wahnsinn. Ja, also ich finde so Autorennspiele, wo ich was kaputt machen kann, ist auch besser. Das kannst du bei allen. Bei manchen ist es bloß nicht gewollt. Ja, nee, es gibt ja welche, es gibt halt welche, da sollst du das nicht machen, weil dann ist dein Rennen vorbei. Also zum Beispiel Formel 1. Wenn ich da gegen die Bande krach, dann ist meine Runde zu Ende. So. Aber wenn du mit Absicht was kaputt machen musst, finde ich das gut. Ja, da gibt es auch viele Spiele, gibt es für jeden was. Ja. Also, okay. Das kleine Ausflug in die Games-Ecke hier. Und wir machen mal weiter mit der anderen Ecke, mit der Rätselecke. Rätselecke. Und weil wir heute auch schon sehr viel Zeit auf der Uhr haben, mache ich auch noch mal ganz kurz richtig oder falsch, kurz oder glump. Ich stelle euch ein paar Fakten vor, sage dazu, ihr müsst dazu sagen, ob das richtig ist oder falsch, was ich da behaupte. Und dann gibt es Punkte und mal gucken. Zlatan Ibrahimovic. Ja, wer kennt ihn nicht? Wird im nächsten Asterix-Realfilm zu sehen sein. Seine Rolle heißt Antivirus. Richtig oder falsch? Falsch. Falsch. Klingt falsch. Richtig, er spielt Antivirus im nächsten Asterix-Realfilm. Okay. Antivirus. Null Punkte für beide. Antivirus also 6. Im Deutschen heißt er so. Ich weiß nicht, wie er im Original dann heißt. Nicolas Winding Refn, der Regisseur unter anderem von Drive zum Beispiel, wo ja Ryan Gosling die ganze Zeit fahren musste, ja. Viel sage und schreibe 8-mal durch die Fahrprüfung. Ist das richtig oder falsch? Das glaube ich sofort. Das ist falsch. Es ist aber richtig. Ja, er ist 8-mal durch die Fahrprüfung gefallen. Also steht es 1-0 für die Kate. Chris, halt dich ran. Letzte Chance. Okay. In den Christopher Nolan Kinofilmen sah man Batman nie bei Tag kämpfen. Richtig oder falsch? Also richtig. Batman Begins, Dark Knight Rises und The Dark Knight. Ne? Die drei. Richtig. Ich glaube ehrlich gesagt auch, dass es richtig ist. Ist aber falsch, weil in Dark Knight Rises ist der einzige ernsthafte Film, bei dem man Batman mal am Tag kämpfen sieht. Ja. Toll, ich habe verloren. Ja, 3x 0 Punkte, also das ist schon richtig verloren, ne? Ich habe gewonnen. Ich bin heute quasi das Schalke 04 des Podcasts. Genau, der HSV des Podcasts sozusagen. Nee, da würde ich nie wieder aufsteigen. Die es wieder auf der Zielgerade verkackt haben. Oh mein Gott. Noch nicht. Ich habe gewonnen. Geht danach gleich los hier. Ja. Sehr gut, Moment, da gibt es hier auch, hier. Oh ja. Danke. Ach, so gut. Dankeschön. Ihr seid die Besten. Vielen Dank. Autogramme gibt es später. Brauchen wir wieder keine Schätzfrage. Bei mir stauen sich die Schätzfragen auf. Sowas aber. Dann kommen wir gleich zu den dramatisch. Musik-Tipps hier für unsere Playlist. Music. Ich hatte ja schon erwähnt, dass bei mir heute etwas härter wird wegen Sound of Metal. Das ist von Ministry, der Song NWO. Kann man mal reinhören. Kann man richtig gut abfeiern. Mhm. So ein Headbanger-Song, glaube ich. Aha. Ich habe Billy Idol, Dancing with Myself. Dancing with Myself. Oh, oh, oh.
Ja, ich mag den Song. Ja, der ist cool. Okay. Ich habe Mick und Samuel Kim mit Across the Stars. Und jetzt wird natürlich der Erik fragen, hä, was soll das sein? Und dann möchte ich dem Erik das empfehlen, da auf jeden Fall reinzuhören. Ich höre alle Songs, die ich noch nicht kenne. Ja, ja, aber das ist Star Wars Lo-Fi. Star Wars Lo-Fi mit so ein bisschen Hip-Hop-Beats unterlegt, aber richtig geil. Also holt mich hat es richtig abgeholt. Ich habe mir die ganzen Dinger von, wo mit Star Wars da zu tun haben, wo Mick da gemacht hat, Mick und Samuel Kim, habe ich mir alles schon in die Playlist gepackt, weil, also das ist richtig cool. Das ist richtig fein. Höre ich auf jeden Fall mal rein. Billy Idol kann ich auch mal wieder hören. Vor allem, wenn du es mit Spotify auf dem PC machst, dann ändert sich unten die Anzeige für die Dauer des Liedes. Die wird nämlich zu einem Leuchtschwert. Also ein Laserschwert. Das heißt, da ist der Griff und dann wird es langsam blau. Das ist total cool gemacht. Ist das einfach bei allen Star Wars weiß ich nicht, aber related es, Songs? Weiß ich nicht, aber bei dem ist es auf jeden Fall so und ich finde es mega witzig einfach. Aber nur am Computer? Oder ja, also ich wüsste nicht, dass es in der App auch so ist. Aha. Werde ich mal gucken. Ich packe das dann nachher hier am Computer auf die Playlist drauf. Von Billy Idol hatte ich damals sogar einen Button an meiner Jeansjacke damals. Kennt das noch du jemand? Bist ja einer. Diese Buttons hier, die man da so hatte. Selbstverständlich. Ja. Die im Kino verteilt. Ja? Was war da drauf? Buttons. Alles Mögliche. Alles Mögliche. Wir kriegen jeden Monat Buttons zugeschickt in der Lootbox. Ah ja, die sind meistens so eher so Nerdkram, ne? Da steht ja irgendwelche Sprüche drauf oder sowas. Aber nicht von irgendwelchen Bands oder so, ne? Ich hatte früher Band. Ja, ich auch. Band Dingsbums. Gab's gute Sachen damals. Ist jetzt gar nicht mehr so das Ding, ne? Außer bei irgendwelchen, die irgendwo da liegen und um Geld betteln irgendwo. Die haben manchmal noch Buttons dran, ne? Hab ich gesehen. Naja, dann sind wir ja schon durch soweit. Gab's eigentlich einen Kommentar? Kriegen wir eigentlich noch Kommentare überhaupt? Hört das überhaupt noch jemand? Ja, irgendwie nicht. Ich glaube ja. Doch, einen Kommentar gab's hier. Zu Love and Monsters. Das Sören schreibt, Ding Dong, oder wie es auch heißt, hi, das ETFS-Ticket hat er bisher viel zu wenig genutzt. Ach ja, der hat ja das gewonnen gehabt, ne? Mhm. Genau. Mona Chopsis fand er nicht schlecht. Er fand das Gefühl der Hauptprotagonistin ganz gut transportiert. Mulm hatte ich auch gesehen. Ach, den wollte ich auch noch gucken. Den fand ich strange und für mich war auch so Songschreiber mit Hindernissen. Und dann war da noch Seapole, Doxfield. Eine Szene war etwas verstörend, aber ansonsten fand ich das als Hundebesitzer schon emotional bedrückend. Zum Glück läuft das ETFS noch etwas. Diese Woche hat er nämlich Zeit, schreibt er. Na, mal gucken. Vielleicht schreibt er noch einen Kommentar, was er noch so gesehen hat. Der andere Gewinner kann sich auch mal melden. Grüße gehen raus. Ja. Hallo. Kennst du den Bro persönlich oder? Nee, aber wir haben über also Facebook, nee, stimmt gar nicht, Instagram, haben wir gegenseitig uns followen und wie muss ich heutzutage hat so eine ganz, er hat eine ganz, ja, eine ganz tolle Hündin, die June, die hatte jetzt vor kurzem Geburtstag, die June. Und ja, wir schreiben ab und zu mal, wenn es um die Hundis geht und so. Der Teddy hat auch bald Geburtstag. Ja, ganz netter Mann. Am 19. Und seine Freundin auch. Ja. Na gut. Oh, der Teddy. Dann vielen Dank fürs Mitmachen, ihr euch beiden. Vielen Dank fürs Zuhören an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Dann bis nächste Woche. Gehabt euch wohl. Bis dann. Tschüss. Peace geht raus. Ciao. Wenn es Schlägerei gibt, der ruft nicht Chris. Der spielt PlayStation. Bis bald im Kinocast.